Ja, hallo, Codebreaker CB hier und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Hier erfahrt ihr immer das Neueste zum Bereich Gaming und Movies. Ich werde in Zukunft Videos hochstellen, die sich mit Analysen und Kritiken der neuesten Videospiele und Movies beschäftigt. Heute fangen wir an mit Lara Croft, das im Jahr 2013 für den PC, Xbox 360 und die PlayStation 3 erscheinen wird. Viel Spaß! A famous explorer once said, mit Tomb Raider schenkt Square Enix den Fans der Serie nach langer Zeit wieder einen Nachfolger und gleichzeitig ein Videospiel-Highlight 2013. I'd finally set out to make my mark. To find adventure. But instead, lernt ihr im neuesten Teil die Protagonistin Lara Croft als junge, attraktive 21-jährige Frau kennenlernen, die neue Abenteuer durchlebt. Croft erleidet einen Schiffbruch, der sie mitten im Ozean auf eine scheinbar verlassene Insel führt, auf der sie nach weiteren Überlebenden sucht und gleichzeitig ums nackte Überleben kämpft. In our darkest moments. Something that pushes us. Das Spiel hebt sich deutlich von seinen Vorgängern ab. So ist es eindeutig actionreicher und lässt die allzeit geliebten Rätsel bisher in Demos und Trailern vermissen, was aber nicht heißen soll, dass sie nicht im Spiel enthalten sind. Grafisch ist das Spiel absolut top und auch der Sound und die Synchronisation der Charaktere kann sich durchaus sehen lassen. And I knew what I must become. Dieser Titel ist definitiv eines der Top Games 2013 und man darf definitiv gespannt bleiben.